Mach dich bereit für eine gewaltige Entzauberung und für dieses Video. Ich freue mich schon auf die Hate-Kommentare, weil sie die Wahrheit nicht ertragen. Kennst du das Trainingspensum von Bruce Lee? Ich kenne es. Aber das war nicht mehr menschlich. Was? Er hat 50 Kilogramm Hantel 50 gerade ausgehalten. Hä? 2 Minuten lang, 1000 Liegestütze. Habt ihr alles das auch schon gehört? 50 einarmige Klimmzüge. Ja, stimmt halt einfach alles nicht. Stimmt halt nicht. Und ich zeige euch jetzt was, weil wir wissen, Bruce Lees Trainingsplan, weil er hat uns handschriftliche Notizen hinterlassen, wo wir sehen können, wie er in Wahrheit trainiert hat. Mach dich bereit! Hier sehen wir seinen Trainingsplan von 1965. Er hat Squats gemacht mit gewaltigen 95 Pfund. Das sind fast 50 Kilogramm. 10 Wiederholungen. Wow! French Press. Mit knapp 30 Kilo. Incline Curl mit 15 Kilo. French Press nochmal, Con Curl, Push-Up mit 70 bis 80 Pfund Zusatzgewicht. Two-Hand Curl mit 70 bis 80, 8 Wiederholungen. Trizeps Stretch mit gewaltigen 3 Pfund. Dumbbell Circle mit 16 Pfund. Reverse Curl, das ist Wrist Curl, mit 64 Wiederholungen. Wrist Curls hier mit 64 Pfund. Ja. Plötzlich nicht mehr so übermenschlich, ne? Plötzlich nicht mehr so übermenschlich, was Bruce Lee selbst über sein eigenes Training aufgeschrieben hat. Ach ja, und wollt ihr noch was? So hat er nämlich ausgesehen, wenn er nicht gerade für einen Film sich extrem dehydriert hat und mit Ultrabelichtung und alles rausgeholt hat. Gute Figur. Ultra coole Figur. Plötzlich aber nicht mehr so ultra übermenschlich. Tja, und jetzt kommt die große Frage.